Während der Jahreshauptversammlung des Festspielvereins wurde Vorsitzender Lukas Koch wiedergewählt. Lukas, herzlich willkommen. Und Lukas, nimmst du die Wahl an? Ja. Dankeschön. Neben Lukas Koch wurden Schatzmeister Hermann Becker, der technische Leiter Stefan Hamann und die Schriftführerin Christine Marie Gittel wiedergewählt. Am Dächern-Armecke-Weg wurde eine Gefahrenstelle beseitigt. Mehrfach musste hier die Feuerwehr in der Vergangenheit ausrücken, weil Äste heruntergefallen waren. Das wird jetzt nicht mehr passieren. Das Projekt Gesunde Schule wird auch in diesem Jahr von Müttern der Grundschule Garbeck organisiert. So geht gesundes Frühstück für die Kinder in der Schule. Die Amicizia Garbeck feiert den 160. Geburtstag. Viele Gratulanten kommen zum Sängerfest. Wir haben hier kein Problem mit Corona, denn Corona ist ja aktiv. Wir haben ja die Passiven eingeladen. Ein ganz neues Gefühl auf Priesterebene. Ist das richtig? Ja, auf jeden Fall. Wir sind schon auftrittsfertig. Die Senioren der Schützenbruderschaft St. Sebastian hatten wieder viel Spaß. Zwei sympathische Herren organisiert. Das ist der Willi und der Ernst. Wir sind Rentner und wir kommen aus Köln Süd, 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 Süd. Wir kommen aus Koblenz, ja. Die Polizei. Garbecks Ortsvorsteher rief und etwa 150 Personen kamen, um sich an der Suche nach einer vermissten 90-jährigen Frau zu beteiligen. Einen Tag später trafen sich noch einmal 250 Männer und Frauen, um die Vermisste zu suchen. Balver Wald hier, Stadtgebiet Balve nochmal, Frühlinghausen nochmal, weil sie zuletzt wohl in Frühlinghausen gesehen wurde. Die Frau wurde tags darauf durch Zufall nur noch tot aufgefunden. Das Coronavirus ist angekommen. Zuerst schließen die Schulen, dann wird das Leben heruntergefahren, um eine Ausbreitung des besonders für ältere Menschen todbringenden Virus zu verhindern. Größtenteils haben die Bürger Verständnis für die einschneidenden Maßnahmen. Sommerveranstaltungen werden in der Folge alle abgesagt. In der Höhle und in den Schützenhallen spielt sich nichts ab. Die Rodungsarbeiten für den barrierefreien Zugang durch das arme Sündergässchen zur Möllner Straße beginnen. Ein Zeichen der Hoffnung. Ein LKW mit einem Aufliegerkran bleibt in Sanssouci unter der Eisenbahnbrücke hängen. 10. Klasse, Haupt- und Realschule. Wir haben entsprechende Desinfektionsspender angebracht, sodass eigentlich so einiges gut umgesetzt worden ist. Jeder Schüler sitzt an einem eigenen Tisch mit Name vorne. Also wir haben in jeder Klasse, wir haben jetzt 4 Klassen, wir sind ja 15, ungefähr 15 Schülerinnen und Schüler, die dann geschult werden, jetzt die nächsten 2 Wochen bis Anfang Mai. Da ein Hecken. Feuerwehreinsatz im Rauke in Garbeck. Ein Heckenbrand springt auf ein Carport über. Es konnte aber noch rechtzeitig gelöscht werden. 430.000 Euro investieren die Stadtwerke Balve in den Ausbau der Gasleitungen in Langenholthausen. Die Planungen werden mit uns abgestimmt, beziehungsweise wir finanzieren das Ganze. Also natürlich auch von uns geprägt, wo es weitergeht und wie wir ausbauen. Wir erhalten nicht nur, sondern sieht man ja gerade hier in Langenholthausen, wir wachsen auch im Netz. Einschalung. Der Bau der Hönnebrücke für den Fußradweg zur Balver Höhle beginnt.